bis gerade nicht gesehen habt, ist, dass die beiden jungen Männer, die bei mir stehen, die ganze Zeit Arm in Arm hier standen. Das sind nämlich die beiden Gewinner, Gold und Silber im Stabhochsprung. Finn Jakob Torbum und Luke Zenker. Erstmal euch beiden herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Also auf dem Papier hat dieser Wettkampf schon echt viel Spannung vorausgesagt. Vier Jungs in der deutschen Jahresbestenliste mit der gleichen Höhe. Ich glaube, ihr habt uns hier alle heute richtig von den Socken gehauen. Ihr seid ja auch in einer Trainingsgruppe. Wie pusht ihr euch denn immer gegenseitig? Ja, einfach, also wirklich in jedem Training sind wir immer, wollen uns immer messen, wollen immer besser, schneller, höher springen als andere. Und das bringt uns beide, glaube ich, einfach wirklich sehr weit immer nach vorne und dadurch verbessern wir uns in jedem Training. Und ja, es zahlt sich auf jeden Fall auch aus im Wettkampf, wie man sieht. Heute war die 4,90, habt ihr euch alle so ein bisschen schwer getan, aber dann ist da irgendwie so richtig der Knoten geplatzt. Was ist denn da heute gewesen? Keine Ahnung, also kann man nichts zu sagen. Manchmal läuft es und manchmal läuft es nicht. Also ja, es ist einfach super, dass wir beide die 5 Meter wieder gemacht haben. Dann bin ich 5 Meter 5 gesprungen, Finn ist 5,10 gesprungen. Also besser kann es nicht laufen. Man sagt ja, dass die Stabis immer so eine richtige Stabhochsprungfamilie sind. Wie hat sich das denn heute wieder gezeigt? Ja, wir sind auf jeden Fall eine Stabhochsprungfamilie. Ja, wir pushen uns alle gegenseitig immer. Und ja, es war auch heute wieder ein unfassbar spannender Wettkampf. Hat sich wirklich gezogen, aber also ich habe es jedem gegönnt, der jede Höhe geschafft hat. Und das glaube ich bei uns auch gegenseitig so. Wir haben uns beide immer, feuern uns immer an und freuen uns immer für den anderen, wenn wir eine Höhe schaffen. Und ja, wie schon gesagt, besser als jetzt gelaufen ist, kann es eigentlich echt nicht laufen. Finn, du bist ja schon deutscher U18-Meister im Sommer geworden. Du hattest noch was gut zu machen, hat mir dein Trainer Marvin Kaspari eben gesagt, weil du letztes Jahr krank warst. Was war denn da? Genau, also ich hatte pfeifisches Drüsenfieber. Das hat mich leider aus der Bahn geschossen. Also da konnte ich dann in Ulm die deutschen Meisterschaften nicht mitmachen. Aber ja, hier bin ich. Also. Und wie du hier bist, was würdet ihr denn sagen, ist vor allem das Geheimnis des Leverkusener Stabhochsprungerfolgs? Ja, wir halten einfach zusammen. Wir haben einfach Bock. Genau, wir haben Bock. Wir sind einfach eine Familie. Wir sind, Nils Ariens ist auch noch dabei. Ja, und also, vor allem mit unserem Trainer Marvin Kaspari. Auch nochmal großes Lob an der Stelle. Ja. Ja. Trecken ist da auch immer über die Höhen. Und ja, in Leverkusen macht es einfach Bock und da kann man gut stabhochspringen. Dann, ich bedanke mich bei euch beiden. Nochmal Glückwunsch zu Gold und Silber und jetzt ab zur Siegerehrung. Dankeschön. Dankeschön.